auch weh gehabt. Jetzt sind die zum Beispiel wieder weg und ich wollte mich ablenken und dann habe ich Alhamdulillah mir eine wundervolle Community aufgebaut. Und ach so, allgemein, okay. Allgemein gehe ich live momentan so im letzten Jahr, um Study Streams zu machen. Also ich mache super viele Study Streams und ich lerne mit meiner Community. Da geht es auch nicht um mich, sondern jeder macht sein Ding. Wir reden auch kaum, wir reden nur in den Pausen dann immer. Und jetzt, wo ich Ferien habe, möchte ich meine Community auch stärken und dann lasse ich sie ein bisschen teilhaben an meinem Privatleben, ohne dass ich so viel über mein Privatleben rede, direkt oder direkt auf die Fragen eingehe, aber wenn sie halt immer im Hintergrund alles so mitbekommen, so wie es hier aussieht, mit wem ich im Hintergrund so rede, manchmal am Telefon, manchmal mit euch so. Ja, so baue ich halt Nähe zu meinen Followern auf, die schon wirklich länger auch dabei sind und immer konsequent mit mir lernen und so. Abo will keinen Namen mehr ein. Beleidigt. Wirklich? Hat er beleidigt? Da muss der jetzt mal gehen. Was hat er gesagt? Wie du erzählst, das war ja zu pillen. Er hat doch nicht beleidigt, oder? Das war die Beleidigung. Danke für die Antworten, sehr gerne. Das Kissen ist echt cute. Das habe ich. Da gibt es eine Story zu. Aber ja, das habe ich schon seit der zweiten Klasse, glaube ich. Was soll ich sagen? Ist das schädlich? Nee, Inshallah ist nicht schädlich. Hoffe nicht. Weiß nicht. Also ich glaube nicht. Ich habe das schon seit ich 13 Jahre alt war. Der Arzt meinte, nach 3 Monaten bis 3 Jahren geht es weg. Aber es macht Daumen. Ayayu, was ist denn dein Problem? Wenn es dich hier so auf. Also, so sehr kannst du dich gar nicht aufregen. Ich glaube, ich studiere Zahnmedizin. Ich glaube, irgendwas gefällt dir auch hier, weil sonst würdest du ja nicht hier bleiben. Aber was ist das denn? Hast du, nein, hab's nicht selber gemacht. Das ist ein Schmuckstein. Das habe ich beim Zahnarzt machen lassen. Du bist mein Problem. Aber wenn ich doch. Hä, bist du nicht jemand, der Probleme lösen will? Das klingt irgendwie so viel zu nah. Ich will nicht dein Problem sein. Es klang so, als ob ich irgendwie mit ihm verbunden wäre. Ich will nicht mit dir verbunden sein. Und warum bleibst du denn dann, wenn ich dein Problem. Also ich meine, ich finde es nicht schlimm, solange du jetzt wirklich keine Beleidigungen oder sowas machst. Oder wirklich sehr irgendwie respektlos bist oder so. Das AMK ist ein bisschen. Aber so, der Rest ist eigentlich okay. Das, was ich jetzt gelesen habe. Bist du kaukasischer Herkunft? Zu privat. Aber ich bin mir sicher, du findest es sehr schnell raus, bald, wenn du hier bleibst. Machst du heute auch Study with me? Nur wenn ihr leider meine Hilfe braucht. Ich hoffe, sie braucht es nicht. Ich esse dich heute. Sowas muss ich zum Beispiel blockieren. Sowas finde ich ganz schlimm. Das ist doch voll ekelhaft. I, we just lost another brother. Das finde ich voll ekelhaft so. Auch wenn. Du weißt ja, da ist ja mein Casanova. Ach so, das ist ein Lied oder was? Come on, me. Ich glaube nicht, dass er leid ist. Also, heute ist ja erstmal nett. Meist heute sind netter als der und die werden direkt rausgekickt. Ich bin heute wirklich nett. Du kennst mich, Alpian Dilo. Ach so, du bist Dilo. Meinte der letztens. Warte, wer hat gerade. Ah, Tolle Brush war auch nett heute. Wieder mal ein Röschen geschickt. Ja, zumindest sind meine Bauchwehs weg. Alhamdulillah. Diese nette steht dir, Mashallah, Alhamdulillah. Will ich will bewusst gar nicht so, dass andere, also dass bestimmte Leute denken, dass mir irgendwas steht und deswegen, also es ist ja so einfach, dass man sympathisch auf Leute wirkt, ne? Wirklich, mal ein bisschen Psychologie versteht ganz bisschen, jeder von euch weiß. Das ist so einfach, aber ich will das gar nicht. Ich möchte das nicht. Ich tue wirklich so. Er hat recht. Meine Stimmlage ist sogar anders in meinem Privatleben. Meine Stimmlage ist eigentlich viel heller. Ich mache bewusst immer ein bisschen ein Tone it down a little. Hello, hello, ich bin hier because of quarantine, remember? Oh mein Gott, das kommt mir so bekannt vor. Was war das nochmal? Ich würde, nein, gar nicht. Mein Kind adoptieren, da will ich selber zeigen.
Ich glaube, im Islam gibt es keine Adoption, sondern es ist sehr, sehr gut, wenn man sich um ein Waisenkind kümmert oder so. Aber ich glaube, dieses Adoption, dass man seinen Namen dem Kind dann gibt, weil ich glaube, das Kind soll seinen eigenen Namen behalten. Aber lau allem, ihr müsst euch selber informieren, weil ich dachte früher auch immer, oh, voll gut, Kinder adoptieren so. Und dann habe ich mich nochmal besser informiert und irgendwie habe ich das so ein bisschen dann gelesen. Aber ich weiß nicht mehr genau, deswegen bitte geht euch selber informieren. Deswegen adoptieren kann ich schon mal sagen, so, ja. Soll man? Ich glaube, es gibt jetzt keine Regel, oder? Ich glaube, beides ist sehr gut, oder? Wenn man sich um Kinder kümmert und ein nerviges Mädel löscht mal plus TikTok. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du dein eigenes Leben so schwer? Salam, Yasmin, Salam, geht Wudu mit Nägeln. Mit Nägeln ist ein Wudu eigentlich nicht richtig gemacht. Nee. Also, ja, mit Nägeln schon. Ihr müsst euch richtig ausdrücken, Leute. Bitte, bitte, bitte drückt euch richtig aus. Du meinst wahrscheinlich mit Gelnägeln oder mit Nagellack oder mit Acrylnägeln oder irgendwie sowas. Natürlich, nee, jeder Mensch hat Nägel. Ihr müsst euch richtig ausdrücken. Irgendwie, weil man das Haar der Eltern da so wecken oder so. Ah, das weiß ich nicht genau. Ich dachte wegen den Namen, aber vielleicht ist das miteinander verbunden. Soll ich die restlichen 7 Vorlesungen in 4 Tagen lernen? Macht ihr einen Lernplan? Also macht ihr literally. Also wenn es eine Ernstfrage ist, literally ein Lernplan. Schreibst du auf, von morgens, inshallah, so wann du aufstehen willst. Lässt dir immer bei allem so ein bisschen Puffer, weil was ist, wenn du einen Anruf einmal bekommst und dann länger da bist? Oder was ist, wenn du kurz im Stau stehst? Oder was ist, wenn du einfach kurz chillen willst oder so? Mach dir bei dem Lernplan immer bei jeder Einheit einen kleinen Puffer und sag, okay, von dieser Zeit bis diese Zeit, okay, aufwachen, literally aufwachen. So ein bisschen ready werden, fertig machen und dann, okay, von da und da. Lernen, Pause, lernen, Pause, lernen, Pause, lernen, große Pause, stopp. Lernen, Pause, lernen, Pause, lernen, Pause, lernen, große Pause, stopp. Und in den großen Pausen machst du so die anderen Sachen, die wichtig sind. Dann machst du vielleicht nochmal lernen, Pause, lernen, Pause, lernen, Pause, je nachdem, wie lange deine Lerneinheiten sind. Dann gehst du schlafen, dann deaktivierst du dein ganzes Social Media, machst dein Handy auf Do Not Disturb und so die ganze Zeit immer. Und machst diese 4 Tage, ziehst du Power durch und dann schaffst du inshallah. Literally. Was eigentlich lerne, will einen Kuchen für Starbucks. Was soll ich machen? Mach einen Karottenkuchen. Ich habe den gemacht. Oh mein Gott, der ist so gut geworden. Mach irgendeine Art von Karottenkuchen. Das kommt gut. Außer du magst nicht oder jemand ist allergisch. Wie lange dauert ein Semester? Dauert, also ein Semester bedeutet eigentlich, dass du das Jahr in 2 Teile teilst und 6 Monate in 6 Monate. Ein Trimester ist das Jahr in 3 Teile geteilt. 12 durch 3 sind 4 Monate, glaube ich. Dann, also ich glaube, das ist durch 3 dann einmal geteilt das Jahr, also dann 4, 4, 4. Aber ein wirkliches Semester dauert nicht 6 Monate. Im praktischen Leben ist das immer so ein paar Monate, weil du hast ja noch die Semesterferien. Nice to see you too, Selin. Danke erstmal, bitte, Asübchen. Kannst du mal das Rezept posten? Das ist das Ding. Ich muss das noch irgendwie auf Insta sagen, weil ich habe ein paar Fragen bekommen, ob ich das Rezept habe und so voll süß. Das Ding ist bei mir, aber vielleicht sollte ich mal anfangen. Das Ding ist bei mir, entweder mache ich komplett ohne Rezept einfach aus dem Kopf heraus und ich glaube einfach daran, dass es gut wird und wenn es noch nicht perfekt ist, dann ändere ich das noch um. Oder ich gucke mir irgendwie ein paar Rezepte im Internet einfach so in die Richtung so ein bisschen an, kriege eine grobe Idee, kriege Inspiration und mache den Rest dann selber. Ich könnte stundenlang zuhören. Alhamdulillah, das freut mich, Berisha. Das lieb. Zupfkuchen würde gerade schmecken. Ich weiß nicht genau, was denn. Ah, someone erzählt immer von einem russischen Zupfkuchen. Bis heute habe ich den, glaube ich, noch nicht probiert. Wir haben immer gesucht, aber nicht gefunden, glaube ich. Den perfekten. Hallo, Hani. Oder so Tiramisu. Boah, so Bock auf Tiramisu. Oh mein Gott. Also ich sag mal so, mein Karottenkuchen, den ich gemacht habe, der war ohne Mehl, also ohne Gluten, meine ich. Ich habe Mandelmehl benutzt, weil ich wollte den für